Hey, ich bin's. Also, ich habe Usa ins Lost Lake Camp gebracht und ich weiß, ich wollte nie wieder dahin bei dem ganzen Ärger mit Iron Mike und so, aber ich hatte keine Wahl. Also, Usa, er wäre fast gestorben. Und er wollte trotzdem nicht hin. Scheiße, ich auch nicht, aber wie gesagt, ich hatte keine Wahl, wir beide nicht. Also, war's egal. Er hat den Arm trotzdem verloren und jetzt sitzt er fest. Also, wir sitzen fest. Verdammter Schizo. Ich weiß nicht, ob ich dir von diesem Clown erzählt habe, aber er gehört zu den Arschlöchern, die der ganze Scheiß hier freut. Er sagt, er war in einer Gang in Sacramento, Fresno. Ich weiß nicht mehr, aber er ist nicht von hier und er lügt. Er sagt, er hat Drogen und Waffen verschoben von Kalifornien nach Oregon und dann war alles vorbei. Weißt du was? Ich glaube, nichts davon stimmt. Für mich sieht er eher aus wie ein Student aus dem Lacrosse-Team, der nebenbei im Kiosk arbeitet oder... oder, naja, das vielleicht nicht. Der hätte einen lockeren Job bei seinem Alten im Steuerbüro gehabt, Kopien gemacht und jeden Morgen einen Kaffee gekocht, weißt du? Einer, der am Tag mehr verdient als ich in einer Woche. Weißt du, das war dieses Spiel von Boozer und mir, bevor wir endgültig aus Lost Lake weg sind. Wir nannten es, Wer warst du? Also, wir haben uns die Leute angeguckt und versucht zu raten, was sie früher gemacht haben, ne? Weißt du, ich habe einige Junkies getroffen, viele Ex-Knackis, keine Steuerberater. Klar, wenn man darüber nachdenkt, die ersten Wochen, als alles den Bach runterging, ich meine, scheiße, was für eine Freakshow. Nie im Leben hätte das ein Steuerberater oder so ein Bürohengst überlebt. Keine Ahnung, vielleicht sagt Schizo ja doch die Wahrheit. Ist wohl gut, dass du das verpasst hast. Es ist gut. Wie auch immer, Busa und ich wollten nach Norden, weg von dieser Scheiße, aber... Das wird nicht so bald passieren. Eher gar nicht. Das hat auch was Positives. Ich bleibe also bei dir. Okay, ich komme später wieder. Bis dann.